Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute wieder eine neue Marke vom Markenfriedhof, deren Historie sehr interessant ist und die mich auch begeistert, weil ich die Marke tatsächlich von früher her kenne und Flugzeugliebhaber, aber auch Autoliebhaber oder Markeninteressierte oder sagen wir konzernhistorisch Interessierte kennen die Marke auch, denn heute geht es um die Marke Messerschmitt. Messerschmitt war ein bedeutender Flugzeugbauer und hat zwischendurch auch mal den Messerschmitt Kabinenroller gebaut oder in Lizenz Vespa Motorroller. Und wir gehen mal zurück in die Anfänge. Und zwar das Unternehmen Messerschmitt AG hat seinen Namen von dem Flugzeugbauer Willy Messerschmitt. Willy Messerschmitt hat als Konstrukteur bei den Bayerischen Flugzeugwerken angefangen in den 1930er Jahren. Und was immer mit den Bayerischen Flugzeugwerken passiert ist, im Jahre 1938 wurden aus den Bayerischen Flugzeugwerken AG die Messerschmitt AG unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Willy Messerschmitt. Das heißt, das Gründungsdatum der Messerschmitt AG ist damit das Jahr 1938. Die Messerschmitt AG hat dann Flugzeuge entwickelt, hauptsächlich Jagdflugzeuge und Nachtabfangjäger oder wie immer man das nennt, ihr Flugzeughistoriker oder Flugzeuginteressierte werdet das besser wissen als ich. Auf alle Fälle haben die Flugzeuge alle die Abkürzung ME und Messerschmitt war ein bedeutender Name. Auch im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg dann, wurde 1950, als dann die Volksmotorisierung mit Fahrzeugen begann, auch der Messerschmitt Kabinenroller entwickelt. Und ihr könnt mal googeln, das war ein kleines, einsitziges Fahrzeug, vielleicht auch zwei, auf alle Fälle. Ein sehr interessantes, kleines Fahrzeug aus dem Hause Messerschmitt. In den Jahren 1955 bis 1957 wurden sogar Vespa-Motorroller im Hause Messerschmitt in Lizenz produziert. Ab 1961 dann wurde das Kampfflugzeug Starfighter, ein Prunkflugzeug oder ein Vorzeigeflugzeug der Bundeswehr, in den Messerschmitt-Werken produziert. Dann im Jahr 1968 fand eine Ausgründung statt aus Messerschmitt und dem Flugzeug- und Hubschrauberhersteller Bölko, auch das ein sehr bekannter Name im Flugzeugbau, und es entstand die Messerschmitt Bölko GmbH. Ein Jahr später fusionierte diese neue Messerschmitt Bölko GmbH mit einer Tochter der Werke Blohm und Voss. Werftbauer wissen, was Blohm und Voss produziert, große Schiffe. Und aus diesen beiden entstand dann der Konzern MBB, den viele auch von euch kennen, nämlich die Messerschmitt Bölko Blohm. Ein Riesenkonzern, breit aufgestellt und MBB sehr erfolgreich bis zum Jahre 1989. Denn 1989 wurde MBB übernommen von der Deutschen Aerospace AG. Und damit war das erstmal das Ende von Messerschmitt. Der Ordnung halber an der Stelle noch, dass im Jahre 2000 dann Deutsche Aerospace in der Airbus-Gruppe aufgegangen ist. Das war's dann letztendlich mit Messerschmitt. Spätestens an der Stelle war die Historie und auch die Marke tot. Tatsächlich, denn die Recherche im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes und auch des Europäischen Markenamtes zeigt, dass die Originalmarke Messerschmitt
aus dem Jahre 1941 im Jahre 2002 gelöscht wurde. Irgendjemand hat dann mal wohl entschieden, in dem neuen Konzern, in dem Messerschmitt-Bölkow-Blohm aufgegangen ist, was sollen wir mit der Traditionsmarke Messerschmitt, schmeißen wir mal weg, lassen wir die mal einfach nicht verlängern und dann wird sie halt gelöscht. Ich persönlich sehr schade, weil das doch eine Marke mit weitreichender Tradition ist. Anzumerken zum Thema Markenrechte an der Stelle noch, dass es eine Messerschmitt-Stiftung gibt mittlerweile und auch ein Messerschmitt-Museum, denn diese Marke ist ja eine historisch gewachsene Marke und sollte nicht aus den Köpfen der Menschen verschwinden, sondern die Marke ist es wert, erhalten zu werden. Und die Messerschmitt-Stiftung hat das alte Messerschmitt-Logo und auch die Wortmarke Messerschmitt wieder angemeldet. Hurra, hurra! Eins ist klar, im Zuge meiner Recherchen zum Markenfriedhof, hätte das kein anderer angemeldet, ja, dann hätte das Brand Village gemacht zur Erhaltung dieser alten Marke. Ja, das war die heutige Marke vom Markenfriedhof, die im Jahr 2002 aus dem Register des Markenamtes gelöscht wurde und zurzeit wieder in der Anmeldung sich befindet. Was nicht heißt, dass die Marke zurückkommt, das heißt einfach nur, dass die Marke in Ehren gehalten werden soll. Das soll es für heute gewesen sein von unserer Marke vom Markenfriedhof Messerschmitt ME. Und ja, wenn euch meine Markenhistorien gefallen, dann lasst mir schnell ein Like oder einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, denn jedes Abo motiviert mich natürlich weiterzumachen und euch von interessanten Markenhistorien vom Markenfriedhof zu berichten. Danke fürs Zuhören, ich danke fürs Zuschauen, ich wünsche noch einen schönen Abend und morgen einen guten Start in die neue Woche und ich freue mich, wenn ihr auch bei meinen anderen Videos mit dabei seid, die ihr in meiner Playlist findet. Bis dahin sage ich alles Gute und Servus. Ciao, ciao.